Imola, das steht für besondere Momente in der Motorsportgeschichte. Strahlende Siege, aber auch große Tragödien. Am 1. Mai 1994 verlor in der Tamburello-Kurve Ayrton Senna sein Leben. Gerhard Berger erinnert sich. Mit Ayrton ist ein bisschen die Sonne vom Himmel gefallen. Was in unserer Branche Ayrton für Position gehabt hat, kennt jeder. Also das war sehr tragisch. Gerhard Berger und Ayrton Senna, auf der Strecke Gegner, aber daneben, auf einer Linie. Wir waren das gleiche Alter, wir waren die gleiche Generation. Wir haben uns seit der Formel 3 gekannt und haben uns da so durchgepflügt durch den Motorsport. Wir waren da die Jungen, die reingekommen sind und die natürlich auch den Alten dazu mal das Leben schwer gemacht haben. Wir haben auch viele schöne Urlaube miteinander verbracht. Immer wenn der DTM-Chef nach Imola kommt, besucht er das Senna-Denkmal. An diesem Wochenende brachte er sogar ein Foto an, in Gedanken an seinen Freund. Wenn ich da so stehe, manchmal denke ich mir halt einfach, ja, wäre ganz cool jetzt zu sehen, was er macht, was ich mache und wie das weitergegangen wäre. Imola, auch in Gerhard Bergers Leben eine Schlüsselstelle. Auch ich hätte selbst bald an dieser Stelle mein Leben verloren, ein paar Jahre vorher, bei einem schweren Brandunfall. Gerhard Berger trifft Streckenposten, darunter auch Menschen, die ihm damals geholfen haben. Er sagt Danke, denn der Motorsport ist nach Sennas Tod sicherer geworden. Imola. Dieses Band aus Asphalt hat Geschichte geschrieben und den Sport in vielerlei Hinsicht verändert. Aber Gerhard Bergers Meinung über seinen Freund nicht. Er dann war mit Abstand der beste Fahrer in der ganzen Zeit und ich muss auch sagen, für mich heute noch der beste Formel-1-Fahrer der Historie. Und hier ist er gestorben, im Alter von nur 34 Jahren.